Hallo, ich bin der Mike Kleis von Markengolf. Ich möchte heute mal über Setup reden. Da kann man schon die größten Fehler machen oder sich im Schwung sehr leicht einstellen. Jetzt mal zur Schaftebene und zum Schläger halten. Schaftebene ist sehr wichtig. Die meisten Leute schlagen steil. Steil nur von außen. Außen vom Slice. Spitze im Boden rein, das sind alles sehr unschöne Schläge, kein guter Ball, keine Weiten. Immer so eine hässliche Banane nach rechts, beim Rechtshänder, beim Linkshänder umgedreht. Um mal die Schaftebene wahrzunehmen, zu spüren, kann man ganz einfach einen Versuch machen. Da hat man keinen Spiegel, keine Kamera, keinen Partner, keinen Golflehrer. Man nimmt den Schläger 90 Grad, wie ich schon öfters gezeigt habe. Macht mal diese zwei Versuche jetzt, also ich nehme es nur 90 Grad. Senkt den ab und drehe auf. Und dann wird man merken, dass man die Hand, das Handgelenk dazu neigt, zu knicken und der Schläger immer sehr steil ist. Ich zeige es auf der Ebene. Also 90 Grad, absenken, aufspringen. Die Gefahr ist sehr groß, dass der Schläger steil wird. Jetzt mal das einfache Prinzip, dass man sehr gut spürt, wo der Schläger eigentlich sein sollte. Und das ist die Basis dann für einen sehr guten, sehr kraftvollen, befreienden Schwung. Nehmen wieder 90 Grad den Schläger, aber ich lasse ihn jetzt fallen. Also, ganze Arme dreht sich, kann ruhig waagrecht sein, gehe runter, dann ist er ein bisschen schief und drehe auf. Und schon steht der Schläger da, wo er sein soll. Ich zeige es mir aus der Ebene. Also, 90 Grad, fallen lassen, runter, okay. Mal selber probieren, wahrnehmen, wo ist der Schlägerkopf. Je weiter hinter der von mir ist, Schlägerkopf, desto leichter kann ich einen Draw schlagen, desto geringer ist die Gefahr, dass ich mit der Spitze hängen bleibe, dass ich toppe, dass ich fett schlage. Das ist die Basis, Schläger hier hinten.